أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Alabama, dem Barmherzigen, dem Herrscher am jüngsten Tag und Friede und Segen seiner auf den letzten seiner Gesandten, dem Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Geehrte Geschwister, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wir setzen unsere Vortragsreihe fort und das Thema lautet die Tugend der Geduld im Islam. Und das ist jetzt der 7. Vortrag schon in dieser Vortragsreihe. Und wir haben darüber gesprochen, wie wichtig dieses Thema ist. Denn die Geduld umfasst unser ganzes Leben, unsere ganzen 24 Stunden. Und wir haben das zu Anfang, am allerersten Vortrag schon erwähnt. Und zwar, der Mensch befindet sich entweder in einer Gabe oder in einer Prüfung. Und wir haben gesagt, das ist sehr subjektiv von der Perspektive des Menschen. Du fragst einen, wie geht's dir? Er sagte, Alhamdulillah, mir geht's gut, ja, und er hat wirklich eine Phase, wo es ihm gut geht, er hat Geld bekommen, hat einen guten Job bekommen, er fühlt sich halt super und er sagt, Alhamdulillah, mir geht's gut. Oder er sagt, Alhamdulillah, ala kulli hal, ja, in jeder Situation, Alhamdulillah. Warum? Er hat vielleicht Probleme im Leben, hat eine Prüfungsphase, wo er durchmacht, wo es ihm nicht so gut geht. Das heißt, subjektiv von seiner Perspektive geht es ihm nicht gut, obwohl er in den Gaben Allahs schwimmt. Ja, das heißt, er kann gehen, er kann sehen, er hört und so weiter. Er schwimmt in den Gaben Allahs um ihn herum und er hat eine Prüfung, die sehr gering vielleicht ist, ja, aber er fühlt sich halt nicht so gut. Ja. Und aus dieser Perspektive haben wir gesagt, entweder er befindet sich in einer Gabe oder in einer Prüfung und in beides braucht er Geduld. Die Geduld in der Erschwernis verstehen wir, dass er sich dieses erträgt. Und wir haben gesagt, in der Gabe muss er auch geduldig sein. Er hat Vermögen, er hat ein Haus, er hat dies bekommen, dass er nicht anfängt zu prahlen oder das verwendet sozusagen auf dem Weg der Dunya, auf dem Weg des Shaitans und so weiter. Das heißt, dass er auch in diesem Punkt seine Nefs zügelt, ja, dass er nicht prahlt, angibt und so weiter, verschwenderisch ist damit, braucht er was? Auch Geduld. Denn es gibt Menschen, sobald sie Gaben von Allah bekommen, wo es ihm gut geht, sie fangen an, die Grenzen Allahs zu überschreiten. Von daher muss man seine Nefs in diesem Punkt auch zügeln. Dafür braucht man Geduld. Das heißt, die Geduld brauchst du also in jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht. Deswegen, was haben die Engel? Wie begrüßen die Engel die Paradiesbewohner? Ja, Assalamu alaikum. Ja, Friede sei auf euch dafür, dass ihr geduldig wart. Ja, dass ihr geduldig wart. Das ist der allererste Gruß, wenn die Paradiesbewohner hineinkommen ins Paradies. Assalamu alaikum dafür, dass ihr geduldig wart. Möge Allah uns von denjenigen machen. Allahumma amin. Und wir haben, geehrte Geschwister, in unseren Vorträgen die Geduld beschrieben, die Aspekte der Geduld beschrieben, viele Dinge erwähnt. Und wir haben dann gestern angefangen, über Bereiche im Leben zu sprechen, wo die Geduld essentiell ist. Und wir haben gesagt, in den ganzen 24 Stunden ist es essentiell, aber in diesen bestimmten Themen wollen wir es hervorheben und besprechen. Das heißt, bei Schicksalsschlägen, wir haben gesagt, in der Gehorsamkeit zu Allah die Geduld aufzubringen, die Nefs sozusagen zu beherrschen, da die Geduld im Familienleben und das, was existiert. Und heute, inshallah, möchten wir über den nächsten Bereich im Leben sprechen, in denen die Geduld sehr wichtig ist und essentiell ist. Und das ist die Geduld im Wissenserwerb. Ja, die Geduld im Wissenserwerb. Denn, geehrte Geschwister, auch in diesem Punkt sehen wir, dass viele nachlässig werden. Und hier ist es sehr, sehr wichtig, dass der Mensch die Geduld aufbringt. Denn ohne das Wissen, wird der Mensch nicht großen Erfolg erzielen können. Das Wissen ist die Basis für das Paradies. Ja? Und wir haben das gestern, glaube ich, erwähnt. Wir haben gesagt, das Ziel ist, wir haben eben gesagt,
Salamu alaikum, dass ihr geduldig wart. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ja, das heißt, wir wollen ins Paradies. Wie kommen wir ins Paradies? Wie im Hadith auch erwähnt, keiner kommt mit seinen Taten ins Paradies, sondern mit der Barmherzigkeit Allahs. Ja, warum sollen wir dann Taten praktizieren? Ja, wie ist das Verständnis dafür? Wir haben es gestern geschildert, deswegen nur ganz kurz als Wiederholung. Ins Paradies kommst du mit der Barmherzigkeit Allahs, wie im Hadith erwähnt. Der Muslim fragt sich jetzt, der Wahrhaftige, wie bekomme ich die Barmherzigkeit Allahs? Indem Allah mit dir zufrieden ist. Wie bekommst du die Zufriedenheit Allahs, stellt sich der Muslim nun jetzt die Frage. Wenn du etwas tust, das Allahs Zufriedenheit mit sich bringt. Und wie kannst du etwas tun, was Allahs Zufriedenheit mit sich bringt? Wenn du Wissen hast, was Allah möchte von dir. Und wo bekomme ich das Wissen her? Aus Koran und Sunnah. Und wo lerne ich das Wissen? In den Runden der Ermahnung, in den Runden Wissensrunden. Und hier in Deutschland, in den Moscheen. In den Moscheen. Deswegen, wie im Hadith erwähnt, und jetzt verstehen wir die Beziehung von dem Hadith, wo der Prophet Sallam sagt, und wenn ihr an einem Paradiesgarten vorbeikommt, so setzt euch dazu. Ja, Rasulallah, wo sind die Paradiesgärten hier auf der Erde? In Runden, wo Allah gedacht wird. In solchen Wissensrunden, in solchen Runden der Ermahnung, wo über Allah gesprochen wird. Denn hier lernst du, was Allah möchte, und das praktizierst du, und das führt zur Zufriedenheit Allahs, und das zur Barmherzigkeit Allahs, und das zum Paradies. Deswegen ist das was ein Paradiesgarten. Unser Sheikh Hafizullah, möge Allah ihn segnen, auch ihn bewahren und sein Wissen mehren, sagte, wenn ihr nach Hause geht und ihr sagt, wir kommen von einem Paradiesgarten, habt ihr nicht gelogen. Ja, und wir befinden uns, Alhamdulillah, also jetzt in einem Paradiesgarten. Ja, möge Allah annehmen. Und das ist die Verbindung nämlich zum Paradies. Denn mit dem Wissen lernst du, was du tun sollst, und du fängst an zu praktizieren. Das ist der Sinn dabei, von dem Wissen, dass wir das praktizieren. Wenn wir nicht umsetzen und praktizieren, trägt das keine Früchte. Es ist wie ein Baum ohne Früchte. Ja? Das heißt, man hat wohl auch einen Nutzen davon, aber wenig. Ja? Sehr, sehr wenig. Von daher ist also nur das Wissen, was umgesetzt wird, auch hilft uns Yawm al-Qiyamah. Ansonsten, geehrte Geschwister, hat es keinen großen Einfluss. Auf jeden Fall, geehrte Geschwister, die Geduld im Wissenserwerb. Und hierzu möchten wir uns einige Dinge anschauen, beziehungsweise einen Hadith, den wir uns betrachten, und zwar von Abu Darda überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer einen Weg auf der Suche nach Wissen einschlägt, dem ebnet Allah einen Weg ins Paradies. Die Engel senken fürwahr ihre Flügel vor dem nach Wissen Suchenden, aus Wohlgefallen an dem, was er macht. Für den Wissenden bitten fürwahr alle um Vergebung, die in den Himmeln und auf der Erde sind, sogar die Fische im Wasser. Der Vorzug des Wissenden gegenüber dem Beten, dem Beter, ist wie der Vorzug des Mondes gegenüber den übrigen Sternen. Die Wissenden sind die Erben der Propheten, und die Propheten vererben weder Dinar noch Dirhams, sondern Wissen. Wer es nimmt, hat einen reichlichen Anteil genommen. Alhamdulillah. Dieser Hadith, geehrte Geschwister, zeigt uns eindeutig die Stellung des Wissens. Ja, die Stellung des Wissens. Wer einen Weg auf der Suche nach Wissen einschlägt, dem ebnet Allah einen Weg ins Paradies. Die Verbindung haben wir eben ja gesprochen. Ja, vom Wissen zum Paradies, was das bedeutet. Die Engel senken fürwahr ihre Flügel vor dem nach Wissen Suchenden. Schaut mal, die Engel, die ohne Sünden sind und so viel, senken fürwahr ihre Flügel vor dem nach Wissen Suchenden, aus Wohlgefallen an dem, was er macht. So einen Respekt erhält derjenige. Selbst wenn die Menschen dich kritisieren auf dieser Welt, wisse, die Engel, dessen Zahlen größer sind, ja, sie haben riesen Respekt vor demjenigen, der sich nach Wissen bemüht. Möge Allah uns von denjenigen machen. Für den Wissenden bitten fürwahr alle um Vergebung. Schaut mal, was für ein Vorzug. Alle bitten für ihn um was? Um Vergebung. Die in den Himmel und auf der Erde sind.
sogar die Fische im Wasser. Warum sogar die Fische im Wasser? Warum alles in der Umgebung, auch die Pflanzen vielleicht und so weiter, warum? Weil von dem Wissenden und seiner Da'wah und das, was er den Menschen verkündet, und dann werden die Menschen erzogen und werden gerecht, profitieren die Tiere, die Pflanzen, die ganze Erde. Und verbreitet sich die Unwissenheit, so verbreitet sich die Ungerechtigkeit. Und durch die Ungerechtigkeit leiden die Pflanzen, also die Natur und die Tiere, leiden darunter. Schaut euch an, geehrte Geschwister, wie viele Menschen aufgrund ihrer Unwissenheit, ihrer Ungerechtigkeit, ihrer Willkür Müll entsorgen in den Meeren, die Umwelt verschmutzen und so weiter. Das ist kein Thema, was einfach am Islam vorbeigeht. Das ist für uns ein Riesenthema. Tierschutz, ja, heute wenn wir uns erzählen über Tierschutz, der Prophet ﷺ hatte schon über Tierschutz gesprochen. Und dass man die Kamele nicht zu sehr belastet, hat er gesprochen. Und sogar kam ein Kamel zum Prophet ﷺ und hat sich beschwert über seinen Besitzer. Ja, und der Prophet ﷺ hat sein Anliegen angenommen. Und jetzt wollen heute Leute sagen oder wollen uns sozusagen belehren über Tierschutz und so weiter. Alhamdulillah, geehrte Geschwister, unsere Religion schützt Natur, schützt die Tiere, schützt die Menschen und so weiter. Bringt alles mit sich. Ja, warum sind dann in den muslimischen Ländern das Ganze sieht so aus und so weiter? Das ist die Unwissenheit. Wenn man heute wirklich meint, dass die Muslime die Religion so praktizieren und umsetzen wie die Sahaba zu der Zeit, dann irrt man sich und täuscht man sich. Ist leider nicht so. Leider. Leider sind wir nicht in der Lage, den Islam so zu präsentieren, wie er ist. Leider können die Menschen, die uns sehen, sehen nur vielleicht das Äußerliche, sehen den Hijab, den Bart und so weiter, aber sie sehen nicht die Auswirkung des Islams an unserem Charakter. Das ist unser Manko, das ist unser Problem. Das ist leider unser großes Problem. Würde man das sehen, würden sich vielleicht viele verändern. Und viele, viele Menschen würden die Wahrheit sehen. Deswegen ist das für uns ein Riesenschaden, wenn Menschen Abstand nehmen aufgrund unseres Charakters. Ja? Ja, ich weiß, in den Medien wird sehr viel falsch dargestellt. Ich weiß, es wird auch viel gelogen. Ich weiß, es wird in die Köpfe der Menschen so hineingehämmert, ja, dass wirklich die Menschen denken, das ist so, wie es in den Medien ist. Ich weiß das. Aber jetzt müssen die Menschen dich sehen. Und dann müssen sie sagen, Moment mal, ich habe das, was ich in der Zeitung da lese und im Fernsehen da lese, okay, der ist wohl eine Ausnahme. Aber der muss das erkennen. Wenn du nicht mit deinem Auftreten, mit deinem Charakter, nicht bei ihm einen Impuls von einer Ausnahme wenigstens auslöst, ja, es sind wohl nicht alle so, ja, dann hast du einen Fehler. Und wir haben einen Fehler. Möge Allah uns recht leiten. Aber hier sehen wir, geehrte Geschwister, und deswegen machen sogar die Fische im Meer Dua für den Wissenden, weil diese Fische profitieren davon. Denn der Wissende, der wird nicht sein Müll und die umweltschädlichen Sachen auch einfach so in den Müll werfen. Ja? Und auch nicht dorthin urinieren und so weiter. Denn sogar unsere Religion im Fiqh lernt man das. Wenn man sogar sein Wudu bricht, ja, und man will sein Geschäft verrichten, wo du das darfst und wo du nicht darfst. Ja? Wo du darfst und wo du nicht darfst, wird beschrieben. Und deswegen, und nicht einfach willkürlich, mach's egal wo. Nein, in unserer Religion hat das Ganze Anstand und hat Regeln, Alhamdulillah. Deswegen profitieren, wie gesagt, selbst die Fische, und deswegen bitten selbst die Fische um Vergebung für den Wissenden. Der Vorzug, es geht weiter im Hadith, der Vorzug des Wissenden gegenüber dem Beter ist wie der Vorzug des Mondes gegenüber den übrigen Sternen. Das ist der himmelweite Unterschied. Es gibt bestimmte Menschen und Geschwister, die sie beten sehr, sehr viel in der Nacht und so weiter. Aber wisst ihr, der Wissende, ja, weil der Wissende hat einen riesen Vorzug gegenüber dem viel Betenden. Selbst wenn der Beter mehr betet und mehr fastet und mehr tut, weil der Wissende, geehrte Geschwister,
da er weiß, schafft er es viel mehr zu erreichen als derjenige, der betet. Ja, viel mehr zu erreichen, aufgrund seines Wissens. Und ein großes Thema ist zum Beispiel die Absicht. Der Wissende, der weiß ganz genau, was er zum Beispiel nur mit der Absicht erreichen kann. Und auch unser Scheich, Megal ein Segner, sagte auch einmal, der Unterschied zwischen den normalen Betern und den Gelehrten ist die Absicht. Ja, die Gelehrten packen, erreichen die hohen Stufen durch ihre Absicht. So sagte mal ein Schüler, als ein Scheich zu seinem Schüler, als er in einer Wissensrunde saß und die Schüler saßen um ihn herum und er erzählte im Ders und plötzlich klingelte es sozusagen oder jemand wollte hineinkommen, so schickte er einen Schüler zur Tür und als dieser Schüler unterwegs war, sagte dann sein Scheich zu ihm, welche Absicht hast du? Daraufhin sagte dieser Schüler, gibt es beim Öffnen der Tür eine Absicht? Er sagte, natürlich. Natürlich gibt es beim Öffnen der Tür Absichten. Ja? Und zwar, dann zählte er einige auf. Er sagte, wenn du zur Tür gehst, fasst dir die Absicht, ja, dass du jemanden, der Wissen lernen möchte, den Weg öffnest zum Wissenserwerb. So bekommst du seine Belohnung. Fasst dir die Absicht, dass wenn jemand an der Tür steht, der ist dein Nachbar, dass du die Güte zu den Nachbarn praktizieren willst. So bekommst du diese Belohnung. Denn warum? Wenn jemand etwas beabsichtigt, die Belohnung wird ihm aufgeschrieben. Sofort. Wenn er es dann umsetzt, und dann wird es 10-fach und 700-fach belohnt. Aber sobald du dir in einer Sache eine Absicht gibst, bekommst du direkt die Belohnung. Selbst wenn das nicht eintrifft. Das heißt, wenn du zur Tür gehst, fasst dir die Absicht, es ist vielleicht ein Nachbar, die Güte zu den Nachbarn. Fasst dir die Absicht, es ist vielleicht ein Verwandter von dir. So, dass du die Güte zu den Verwandten dir als Absicht nimmst. Vielleicht ist es dein Vater. Fasst dir die Absicht, die Güte zu den Eltern. Vielleicht ist es deine Mutter, die Güte also zur Mutter. Vielleicht ist es jemand, der Chayr machen will, der spenden will für etwas Gutes. So fasst dir die Absicht, den Weg zu dem guten Spendenden zu öffnen. Vielleicht ist es jemand, der dich bekämpfen will und ungerecht ist. So fasst dir die Absicht, gegen die Ungerechtigkeit zu stehen. So bekommst du die Belohnung, ja, des Dschihad und so weiter. Und das alles beim Öffnen der Tür? Das alles beim Öffnen der Tür. Das heißt, nur beim Öffnen der Tür bekommst du all diese Belohnungen. Und das ist der Unterschied zwischen Gelehrten, ja, und normalen Leuten, die zur Tür gehen und höflich sind. Ich mache dir die Tür auf, bitteschön. Der hat dann die Belohnung für diese Höflichkeit. Und der andere öffnet die Tür und er hat Stufen erreicht und seine Bücher mit dem Guten haben sich gefüllt und keiner weiß es. Keiner weiß es. Wie geht das? Durch Training. Ja. Kennt ihr die Gewichtheber so? Ja. War ja, glaube ich, Olympia. War es schon vorbei oder ist immer noch? Allahu alam. Ich bin jetzt der Verfolger, weil ich bekomme das ja mit so Zeitungen und so. Gibt es ja auch die Gewichtheber. Die packen ja nicht sofort die ganzen Kilos da zu stemmen, sondern die trainieren. Ja. Mal so und dann wird es immer schwerer und irgendwann kannst du was? Weltrekord brechen. Und so ist auch mit der Absicht. Das musst du täglich trainieren. Täglich musst du das trainieren, in jeglicher Handlung, wo du machst. Deswegen wird berichtet von unseren rechtschaffenen Vorfahren, dass einige haben mit ihrer Absicht 20 Jahre gearbeitet. Einer sagt, ich habe 20 Jahre gearbeitet, bis ich in allen Dingen eine Absicht habe. Die richtige Absicht. Aber damit, nur mit dieser Absicht, geehrte Geschwister, können wir also sehr viel erreichen. Und lohnt es sich nicht? Ist ja nicht schwer, oder? Nicht schwer. Deswegen sollten wir das auch beherzigen. Und das ist der himmelweite Unterschied. Ja? Der Vorzug des Mondes gegenüber den Sternen. Von einem Gelehrten und einem normalen Menschen. Die Wissenden, es geht weiter. Die Wissenden sind die Erben der Propheten. Und die Propheten vererben weder Dinar noch Dirham. Ja? Das heißt, die Gelehrten sind die Erben des Propheten. Und die Propheten vererben also weder Dinar noch Dirhams, also weder Goldstücke noch Silbermünzen, sondern Wissen. Die Propheten vererben das Wissen über Koran und Sunna also. Ja, also der Prophet sallallahu alaihi wasallam vererbt also das Wissen, wie wir Allah erreichen. Wie wir den Islam umsetzen. Wer es nimmt, hat einen reichlichen Anteil genommen. Und um das sollte man ringen.
Ja. Deswegen, geehrte Geschwister, deswegen respektieren wir auch die Gelehrten. Denn warum? Sie sind ja, die Erben des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen mehr Wissen geben. Und jetzt ist es wichtig, wenn das Wissen, warum habe ich diesen Hadith erwähnt? Ja, weil wir haben gesagt, die Geduld im Wissenserwerb. Denn viele fangen an, Wissen zu lernen. Viele beginnen und haben einen Block dabei, haben einen Stift dabei und sind sehr motiviert. Dann hört man einen Vers, zwei Vers, drei Vers und dann sinkt es langsam. Und dann sinkt die Motivation. Warum? Weil man genau dieses vergisst. Und weil natürlich der Shaitan noch arbeitet. Er möchte, dass du dich entfernst von diesem Weg des Wissens. Deswegen wird er daran arbeiten, dich davon abzubringen. Und dann kommen die Dunya, weltliche Angelegenheiten und so weiter und so fort. Deswegen, geehrte Geschwister, muss man von vornherein sein Wissen über das Wissen, ja, muss man aufrechterhalten und die große Belohnung verinnerlichen, dass man diese Geduld auch aufbringt. Es ist nicht einfach, Wissen sich anzueignen. Aber es hat großen Lohn. Und man muss die richtige Absicht haben. Nicht die Absicht, vor den Menschen zu prahlen und zu diskutieren, denn wie in einem Hadith erwähnt, wer diese Absicht hat, mit den Menschen zu diskutieren und zu prahlen, der wird noch nicht mal den Geruch vom Paradies wahrnehmen. Möge Allah uns bewahren. Also mit der falschen Absicht. Sondern rein für Allah, Allah anbeten zu wollen, muss das Ziel sein. Ja, und die Absicht sein dabei. Jetzt ist es so, wie können wir uns dann davor schützen oder wie kann ich diese Geduld aufbringen, dass du dir also von Anfang an bewusst bist, ich mache das für Allah und diese Absicht auch beibehältst, denn diese Motivation vergeht nicht. Und dass du weißt, dass der Wissenserwerb, es geht Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Ja? Es gab mal einen Mann, der Wissen lernen wollte und er hat angefangen, das Wissen zu lernen. Nach einer Zeit ist ihm genau das passiert, was wir gerade geschildert haben. Er hat aufgehört, weil es war dann für ihn zu viel, beziehungsweise er ist nicht vorangekommen. Ja? Er hat an den Wissensrunden teilgenommen, aber irgendwie kam er nicht voran. Und dann hat er abgebrochen, vielleicht nach einem Jahr oder nach zwei Jahren hat er abgebrochen mit dem Wissen. Nach einer Zeit ging er auf eine Reise und er war unterwegs und er kam dann vorbei an einer Tropfsteinhöhle. Okay? Und dann sah er einen Tropfen, der wohl seit Tausenden von Jahren da tropft. Und er sah, wie dieser eine Tropfen eine riesige Höhle erzeugt hat. Okay? Ein Tropfen nach dem anderen. Und das schlug bei ihm ein wie so ein Blitz. Okay? Und er sagte, Subhanallah, so ist eigentlich das Wissen auch. Ja, so ist das Wissen auch. Und er kehrte zurück und begann wieder mit dem Wissen, aber nach diesem Beispiel. Das heißt, Schritt für Schritt, das heißt, er blieb dran. Und er nahm weiter dran an den Sitzungen und so weiter und wurde dann später auch ein Gelehrter. Ja, und wurde später nach Jahren auch ein Gelehrter. Nach diesem Beispiel, was er gesehen hat. Deswegen, geehrte Geschwister, wir sehen in der Natur vieles, was Allah vorherbestimmt hat, was uns genau solche Sachen als Lehre oder für uns eine Lehre sein sollte. Und er hat sich die richtige Lehre abgeleitet dadurch. Ja, und so ist es nämlich, geehrte Geschwister, dass wir, wenn wir geduldig dabei bleiben, das heißt, du bekommst die Früchte erst zu sehen, vielleicht nach Jahren. Aber das lohnt sich. Deswegen sollte man dranbleiben und man sollte wissen, auch wenn es kleine Portionen sind, sollte man regelmäßig Wissen erwerben. Wissen erwerben. Und bei Allah subhanahu wa ta'ala sind die Taten ja, am beliebtesten, auch wenn sie wenig sind, aber regelmäßig. Deswegen hör niemals auf, sondern nimm dir ein Ziel, dass du sagst, ich lerne jetzt zum Beispiel bei diesem Sheikh diese Vortragsreihe, einmal in der Woche besuch diese Vortragsreihe. Über welches Thema das auch ist. Aqida, Fiqh, Hadith. Ja, und sag, ich ziehe das durch. Ja, ich ziehe das durch. Und dann wirst du sehen, dass nach einer Zeit das zusammenkommt, also dein Wissen zusammenkommt. Und jetzt ist sehr wichtig, geehrte Geschwister, dass man auch währenddessen gewisse Sachen beachtet. Erst einmal, Alhamdulillah, wir haben hier Geschwister, die sind online, das ist auch sehr, sehr gut. Nutzt diese Technik,
um auch vom Wissen zu profitieren. Vielleicht hat man, eben haben wir mit dem Bruder geredet, nicht jeder hat die Fahrmöglichkeit zu kommen und so weiter, am Wissen teilzunehmen und so weiter. Von daher sollten wir die Technik definitiv nutzen, ja, definitiv, um sich Wissen anzueignen. Aber wenn man kann, sei präsent. Denn präsent ist Baraka, präsent ist auch Erziehung, ja, präsent bekommst du mehr mit. Das ist sehr, sehr wichtig. Denn heute verlassen sich auch viele und der Shaitan nähert sich, schau im Internet. Ja, das ist auch eine Masche vom Shaitan. Warum? Denn im Internet, nach 20 Minuten brichst du mal ab, ich mache morgen weiter und so weiter. Ja. Aber hier in der Moschee, du musst halt zuhören, selbst wenn der Redner unverschämt ist, ja, und redet weiter und weiter und hört nicht mehr auf, ist auch irgendwo Erziehung. Ja. Aber macht euch keine Sorgen, wir splitten ja immer die Vorträge, das heißt, ich mache immer so 35 Minuten, dann machen wir kurz Pause und dann machen wir weiter, inshallah. Ja. Aber warum als Erleichterung? Aber trotzdem ist es was? Eine Erziehung. Und manche sitzen dann vorm Internet und der Scheich redet, ja, und die sitzen vielleicht, tut mir leid, dass ich das so ausdrücken muss, aber in der Unterwäsche, okay? Und hören dann einen islamischen Vortrag zu und so weiter. Und das ist natürlich nicht gut. Ja, das ist nicht gut. Hier muss man gerade sitzen und so weiter, weil die Erziehung gehört zum Wissen dazu. Wenn du jemand hast, der hat Wissen, hat keine Erziehung, das sind die Leute, die uns heute Probleme machen. Der weiß nicht, wann er reden soll. Ja? Der weiß nicht, wann er ruhig sein soll. Und dann macht er die Leute durcheinander. Dann hat er mal was mitbekommen und dann redet er da, redet da, redet da. Warum? Weil er keine Erziehung hat. Denn der Wissende weiß, alles, was auch richtig ist, darf ich vielleicht nicht direkt sagen. Und auch vielleicht nicht direkt umsetzen. Und wenn du das demjenigen sagst, dann denkt er sich, ja wie, ich darf das Richtige nicht sagen. Ja, nicht alles, was richtig ist, ja, setzt man auch direkt um. Sondern der Wissende weiß Bescheid und weiß genau, wann er etwas sagt und wann er ruhig ist. Deswegen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu Aisha radiallahu anha, zu seiner Frau, wenn dein Volk nicht erst kürzlich den Islam angenommen hätte, also die Mekkaner, ja, als Mekka erobert wurde und so weiter, sagt er das zu ihr. Wenn dein Volk nicht erst kürzlich den Islam angenommen hätte, so hätte ich die Kaaba auf seinen eigentlichen Grundmauern errichtet. Denn die Kaaba wurde etwas kleiner errichtet. Ja? Das heißt, auf ihren originalen Mauern hätte ich sie errichtet. Aber warum? Das heißt, das wäre das Richtige gewesen. Der Prophet wollte das gerne so machen, aber er hat es nicht gemacht. Warum? Dein Volk hat erst neu den Islam angenommen, die verstehen das noch nicht. Aha, das heißt also nicht alles, was richtig ist, kann man auch direkt sagen. Und sollte man direkt sagen. Und kann man direkt umsetzen. Von daher gehört es also was? Zum Wissen, auch das Wissen, ja, das Benehmen und das Wissen, wann bin ich ruhig, wann rede ich und so weiter. Und das geht mit Erfahrung. Und wenn du von jemandem erzogen wirst, der schon erzogen ist. Und das ist auch das Riesenproblem, wenn man nur aus dem Internet sich das Wissen nimmt. Das ist dann Information, aber keine Erziehung. Ja, und keine Praxis. Deswegen, geehrte Geschwister, im Internet ist eine Gabe, sollte man nutzen, definitiv. Ja, Alhamdulillah. Möge Allah uns auch diese Gaben mehren und diese Erleichterung auch mehren. Alhamdulillah, sehr, sehr gut. Da kann man sich das Vortrag und den Vortrag auch nochmal anschauen und nochmal anschauen. Ist kein Problem. Deswegen machen wir das ja und deswegen nehmen wir es ja auch auf. Ist nicht haram. Aber nur dadurch, das ist ein Problem. Ja, das ist ein Problem. Sondern man sollte auch den Bezug zur Moschee, zu den Unterrichten haben. Und das ist auch sogar mehr Belohnung. Im Internet machst du an, du hörst, Information kommt, du schreibst es auf, du machst zu, das war's. In die Moschee kommst du, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Belohnungen. Da begrüßt du den Bruder, wie geht's dir und so weiter. Belohnung auf Belohnung, du betest in der Jama'a, du betest und so weiter. Das heißt, Belohnung auf Belohnung hast du wo? Hier. Ja, hast du hier. Alhamdulillah. Möge Allah uns festigen. Deswegen, geehrte Geschwister, müssen wir Geduld aufbringen. Und die Geduld ist auch in diesem Punkt, ja, sehr, sehr wichtig, denn wir haben Pflichtaspekte, die wir lernen müssen. Ja, der Prophet Hassan sagte, die Suche nach Wissen ist für jeden Muslim verpflichtend. Und hier geht es um das Pflichtwissen in der Religion, das heißt über Aqida. Ja, und wenn du im Alter bist, wo du beten musst, musst du auch das Wissen um das Gebet haben. Und wenn das Fasten für dich Pflicht ist, musst du das
das Wissen über das Fasten haben und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben also auch Pflichtwissen, ja, und das ist das Wissen, was zur Umsetzung der Religion benötigt wird. Und deswegen braucht man, geehrte Geschwister, Geduld. Und hier, ja, ganz kurz in den letzten paar Minuten, dann machen wir beim ersten Vortrag eine kurze Pause, ja, ist die Geschichte von Musa und Khadr sehr entscheidend, ja, denn Musa a.s. hat sich ja auf den Weg gemacht, ja, um Khadr zu treffen, ja, und die Geschichte ist ja, ich fasse jetzt nur kurz, ist in Sura Al-Kahf, kann man sich die Geschichte ja auch nochmal durchlesen. Auf jeden Fall, Musa wurde ja gefragt von seinem Volk, wer ist der Wissendste, und er sagte, ich, und das nicht aus Überheblichkeit, denn er ist der Gesandte, der direkt mit Allah sprach. Okay? Von daher war das eine Ableitung aus den Gegebenheiten, die nicht falsch war. Aber weil er das Wissen nicht zu Allah zurückgeführt hat, sagte Allah azza wa jalla ihm, es gibt jemanden, der hat mehr Wissen. Ja? Und dann wollte er wissen, wie er ihn antrifft, und dann an den Stellen, wo sich die Flüsse treffen und so, ja, das Wasser und so, dass er halt dorthin geht, an diese Stelle. Auf jeden Fall ging er dann mit seiner Begleitperson, ja, und die Begleitperson, sagen die Gelehrten, war Yusha ibn Nun. Mit ihm ging er dorthin und traf dann Khadr, ja, und traf dann Khadr. Und die Geschichte ist halt dahingehend interessant, da Khadr zu Musa a.s. sagte, nachdem Musa ihn fragte a.s., dass er ihn begleiten möchte und von seinem Wissen profitieren möchte, sagt ihm, du wirst das nicht aushalten. Ja? Das, was ich dir sozusagen geben kann vom Wissen, das wirst du nicht aushalten. Okay? Und so versprach ihm Musa a.s., dass er geduldig sein wird, ja, und dass er sozusagen, dass Khadr sich also keine Sorgen machen braucht. Und so gingen sie, ja, und dann gab es drei Ereignisse, die sich ereignet haben. Das erste ist, dass Khadr ein Boot beschädigt hat, ja, und Musa a.s. hat direkt angefangen zu sagen, was machst du? Ja, also warum wird dieses Boot jetzt beschädigt von deiner Seite? Und sagte Khadr, habe ich nicht gesagt, du sollst nichts sagen, bevor ich die Sache nicht aufkläre, ja. Auf jeden Fall sagte er dann, hat er gesagt, Entschuldigung, tut mir leid und so weiter, ja, und dann gingen sie weiter. Und beim zweiten hat Khadr einen Jungen getötet. Ja? Und er sagt, du hast eine unschuldige Seele getötet. Und dann sagte Khadr, hast du nicht, habe ich nicht gesagt, du sollst nicht sozusagen das hinterfragen. Ja? Hat sich Musa a.s. dann wieder entschuldigt. Dann gingen sie weiter. Dann kamen sie zu einer Ortschaft, wo die Bevölkerung sie nicht gut empfangen hat. Ja? Und Khadr ging dann an einer Mauer vorbei und hat diese Mauer repariert. Und Musa sagte, wir hätten doch eigentlich Geld nehmen können, ja, für diese Sache. Warum hast du einfach die Wand sozusagen repariert? Und da sagte dann Khadr zu ihm, das war's. Okay, ich habe dir gesagt, du wirst das nicht mit mir also aushalten. Also nach dem dritten Mal haben sich dann die Wege getrennt. Ja? Haben sich dann getrennt. Und dann hat nachher Khadr, ja, hat er die Sachen aufgeklärt. Er hat gesagt, das Schiff, was ich beschädigt habe, es gab einen König, der hat alle Schiffe, die intakt waren, hat er beschlagnahmt. Deswegen habe ich hier einen geringen Schaden verursacht an dem Schiff, dass dieser König nicht dieses Schiff von den Leuten beschlagnahmt. Das heißt, mit dem kleineren Schaden den großen abgewehrt. Das Kind, den Jungen, der getötet wurde, der hätte später seine Eltern zu einer großen Versuchung geführt. Ja, deswegen, ja, habe ich ihn sozusagen getötet. Und die Mauer, die ich repariert habe, ist, dass unter dieser Mauer, ja, ist ein Schatz versteckt oder ein Erbe, ja, von Rechtschaffenen, ja, das für bestimmte Weisen gedacht sind. Und diese sind noch nicht so alt, dass sie das entgegennehmen können. Deswegen, dass das nicht auftaucht. Und du hast ja gesehen, was für Leute das waren in diesem Dorf. Die waren ja zu uns auch nicht gastfreundlich. Das heißt, die hätten also das beschlagnahmt. Deswegen habe ich diese Mauer wieder intakt gebracht, dass dieser Schatz nicht zum Vorschein kommt. Und das war die Weisheit dahinter. Ja? Das war die Weisheit dahinter. Und das lehrt uns, geehrte Geschwister, vieles, diese Geschichte. Erst einmal,
und beschäftigen, vielleicht machen wir auch mal einen separaten Vortrag. Das ist schon eine Sache, was man auch in einem Vortrag reinmachen kann, denn das beinhaltet sehr viele Lehren. Das zeigt uns erstmal, ein Gesandter und einer der Top-Gesandten überhaupt geht, wie der hat etwas, was ich nicht weiß, er geht zum Wissen. Heute, die Leute kommen ja nicht mehr zum Wissen, was soll ich von dem lernen? Und die Gelehrten haben ja auch darüber diskutiert, wer war denn Wissender, Musa oder Khadr? Und sie sagen, Musa hatte mehr Wissen über Allah. Er gehört zu den Ul-Azim und so weiter. Warum geht er dann zu Khadr? Weil er in gewissen Punkten etwas wusste, was Musa nicht weiß. Das war's. Ja, der hat mehr Wissen, der hat mehr Wissen. Wenn derjenige in einem Punkt etwas weiß, was du nicht weißt, ist er in dem Punkt dein Lehrer. Ist das schwer? Was soll dieser Stolz? Deswegen, die Wissenden haben diese Bescheidenheit. Die Wissenden, sie konzentrieren sich auf das Wissen. Selbst wenn sie von einem kleinen Jungen lernen. Selbst wenn sie von einem kleinen Jungen lernen. Sie gehen zu ihm und setzen sich hin und sagen, was weißt du über Allah? Und wenn das authentisch ist, sie nehmen das. Deswegen, geehrte Geschwister, der Unwissende hat diese Hochmut. Ich lerne nicht, ich brauche nicht. Das ist die Unwissenheit. Aber der Wissende, der ist bescheiden. Wie Musa a.s. Und das Wissen, geehrte Geschwister, wie auch einige Gelehrte sagen, das nützt, dass wenn jemand sich Wissen eingeeignet hat, und er hat wirklich Wissen, das ist wie ein Baum mit sehr viel Obst, ja, dran. Wie ist ein Baum, was keine Früchte trägt, der steht, okay? Das ist also jemand, der hochmütig ist, aber jemand, der wirklich Wissen hat und der hat viele Früchte, dieser Baum was? Der neigt sich, ja, der neigt sich. Und so ist derjenige, der Wissen hat. Er wird bescheiden durch dieses Wissen. Deswegen Musa a.s. interessierte das nicht. Er hat gedacht, er hat gesehen, er hat gehört, er weiß etwas, Wissen über Allah, was mich über Allah, zu Allah näher bringt und so weiter. Ich gehe und lerne von ihm. Das war's. Er hat nicht gesagt, ich bin der Gesandte so und so. Ja. Heute haben zwei Leute, haben zwei Vorträge gesehen. Ja, was soll ich noch zu dem Vortrag gehen? Ja, subhanallah. Auch lernen wir aus dieser Geschichte, dass der Schüler Geduld haben muss, damit er mehr profitiert. Ja. Damit er mehr profitiert. Denn hätte Musa a.s. Geduld gezeigt, hätten wir vielleicht mehr gehört. Ja? Wie auch im Hadith erwähnt, wo der Professor Sam das gesagt hat. Das heißt, wäre er geduldig gewesen, hätte er mehr Geduld aufgebracht. Und auch diskutieren die Gelehrten, warum hat Musa geantwortet, obwohl er ein Gesandter ist und so weiter. War auch richtig, ja? Weil er ein Gesandter ist. Sobald etwas Falsches sieht, er muss reagieren. Ja? Er muss zum Guten aufrufen. Und er hat das sein Leben lang praktiziert. Und jetzt soll er es auf einmal nicht mehr praktizieren. Ist schwer, sich umzugewöhnen. Ja, darüber haben auch die Gelehrten haben gesprochen. Aber wir sehen, wenn du geduldig bist und du begleitest einen Gelehrten, wirst du mehr lernen. Auch Abmachung zwischen Lehrer und Schüler, dass man das einhält. Ja, sie hatten eine Abmachung und dass man das einhält, ist sehr, sehr wichtig. Ja. Auch, geehrte Geschwister, die Geduld des Lehrers zum Schüler. Ja, das heißt, wenn du jemand bist, der zum Beispiel jemandem etwas lehrt, das muss nicht nur über Islam sein, das können auch andere Sachen sein. Ja. Du bringst ihm Mathematik bei oder du bringst ihm Fußball bei oder eine Sportart oder irgendetwas. Du bringst jemandem etwas bei, du hast einen Schüler, muss mit seinen Fehlern geduldig sein. Khadr hat nicht beim ersten Mal gesagt, verschwinde. Ja. Sondern er war auch mit demjenigen, der ihn begleitet, geduldig. Und wir lernen auch, dass wenn man in einer Sache etwas nicht weiß, so hat man nur eine eingeschränkte Sicht auf diese Sache. Ja, ja, vom Äußerlichen sieht es aus, als wurde diesem Schiff gerade Schaden zugefügt. Aber wenn man die Details kennen würde, hätte Musa die Details gewusst, dann hätte er das natürlich nicht gesagt. Und das zeigt uns, wir sehen so viel und du siehst vielleicht einen Bruder, der ist religiös und mashallah und wir zum Beispiel, das habe ich ja gestern auch erzählt, in der Moscheearbeit, haben wir das ja sehr oft. Viele reden einfach über den Imam, über den Vorstand, über dies und jenes, obwohl man seit Jahren lang nur das Gute versucht, den Leuten beizubringen und umzusetzen, dass sie beten, das Gebet ermöglichen. Und dann trifft man auch gewisse Entscheidungen, wo nicht jeder nachvollzieht. Aber du kennst halt nicht die Details. Und es ist auch für uns zum Beispiel nicht möglich, jedem Einzelnen bis zum kleinen Kind alle Details zu erklären, warum wir eine gewisse Entscheidung treffen.
Deswegen sollte man was? Husnu sein und Geduld und abwarten. Vielleicht versteht man das nach einer Sache. Manche Sachen sind von der Behörde. Manche Sachen sind, haben andere Gründe. Warum darf ich nicht hier durch diese Wand das, eine Sache anbringen? Ganz einfach, weil dann unser Brandschutz erlischt, ja, und dann dürfen wir nicht mehr das Gebäude betreten. Hast du das gewusst? Nein, das habe ich nicht gewusst, siehst du. Ich habe es aber gewusst, muss ich dir das alles erklären, ja, und so weiter. Deswegen, geehrte Geschwister, das heißt, wenn man also nicht das Wissen hat, hat man nur eine geringe Sicht auf diese Sache. Und deswegen, wenn man das natürlich dann praktiziert, auch diese Ungeduld dann hat, dann kommt es auch nach einer Zeit auch zu einer Trennung. Dann kommt es auch zu einer Trennung. Deswegen, geehrte Geschwister, ist die Geduld im Wissenserwerb sehr wichtig. Ja, die Geduld im Wissenserwerb ist von großer Wichtigkeit und möge Allah unser Wissen mehren. Möge Allah uns von den Geduldigen machen im Wissenserwerb und auch in allen anderen Bereichen in unserem Leben. Und inshallah machen wir jetzt eine 5-minütige Pause und dann geht es weiter mit dem nächsten Thema, und zwar die Geduld in der Brüderlichkeit, ja, für Allah subhanahu wa ta'ala. Die Geduld in der Brüderlichkeit oder in der Geschwisterlichkeit für Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah azzajalla euch segnen und euch bewahren. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد